Meta steht für Most Effective Tactic Available und beschreibt sozusagen das beste Waffensystem oder die beste Strategie in einem Spiel, um möglichst erfolgreich zur Musik zu kommen. Dabei ist es natürlich so, dass die Systeme gecountert werden, situationsabhängig sind und individuell unterschiedlich sind. Also jeder mag natürlich was anderes, kommt mit anderen Dingen besser oder schlechter klar. Jetzt ist es so, dass gerade in DMZ die Situation sehr, sehr, sehr unterschiedlich sein kann, je nachdem, wie ihr reingeht, ob ihr mehr PvP-orientiert seid oder PvE-orientiert seid. Und selbst wenn ihr ungefähr eure Richtung habt, kann natürlich eine Runde komplett unterschiedliche Bedürfnisse haben an eure Waffen. Deswegen sind solche Meta-Builds immer nur ein grober Richtwert, spielt das, was euch persönlich am liebsten gefällt. Allerdings kann man natürlich trotzdem sehr gut sagen, was allgemein gesehen momentan die Meta ist in DMZ. Wir fangen an mit den 5 Off-Meta-Waffen, also Waffen, die es nicht in die Top 5 geschafft haben. Und an ganz erster Stelle hier die M4. Die M4 ist einfach eine langzeitgute Waffe, also seit Season 1, seit jeher schon immer super gewesen und hat sich nie großartig verändert. Also wenn man sich an diese M4 gewöhnt, hat man wirklich lange Zeit Spaß mit ihr. Eine konstant gute Waffe und immer gut zu gebrauchen, knapp an den Top 5 vorbei. Ebenfalls knapp an den Top 5 vorbei, allgemein die Chimera, ebenfalls ein extrem gutes Sturmgewehr. Aber wenn man es bezieht auf Gebäude 21, dann ist die Chimera wahrscheinlich das beste Sturmgewehr, weil sie eben ein Hybrid ist aus Sturmgewehr und SMG. Eine ganz, ganz tolle Waffe und die wahrscheinlich beste AR, also Sturmgewehr, für Gebäude 21. Die Fennec ist die SMG mit der niedrigsten TTK, also Time to Kill. Keine Waffe legt Gegner so schnell wie die Fennec, deswegen ist sie ein absoluter Kracher. Warum ist sie nicht in der Top-Meta? Weil sie eben allgemein gesehen nicht ganz so gut zu gebrauchen ist, weil ihre Munition super schnell leer ist. Und gerade in DMZ, selbst in Gebäude 20, kann das ganz schnell zu einem großen Problem werden. Ansonsten ist die Fennec ein absolutes Powerhouse und auch knapp an der Meta vorbeigeschossen. Und last but not least, das Kronen-Squall, die Battle Pass-Waffe, auch eine extrem starke Waffe zur Überraschung vieler, dass das Kampfgewehr oder ein Kampfgewehr generell so gut sein kann. Natürlich reicht es nicht für die Meta, muss man sagen, auch wenn viele sich so ein bisschen der Illusion hingeben, dass das eine der Top 5 Waffen ist. Nein, ist es nicht, aber es kommt sehr nah ran und genau wie die Tempos, auch erwähnenswert an dieser Stelle, sind das Waffen, die auf jeden Fall viel Spaß machen und die man auch sich gönnen sollte unbedingt im DMZ-Modus. Kommen wir zu den 5-Meter-Waffen, allerdings vorher noch vielen Dank an dieser Stelle. Die Stelle ist nämlich perfekt für das Dankeschön an die Kanalmitglieder, die diesen Kanal besonders unterstützen. Vielen, vielen, vielen Dank. Beste Grüße gehen raus, extra nochmal an dieser Stelle. Und sagt mir gerne euer Feedback, wenn ihr solche Videos jede Season haben möchtet. Das können wir durchaus machen. So, schreibt mir das gerne unten rein. Und was mich auch interessieren würde, abgesehen von der Meta und von der Off-Meta, was ist eigentlich eure Lieblingswaffe? Unabhängig davon, was hier vielleicht die stärkste allgemein ist. Was ist eigentlich eure persönliche Meta? Denn die kann ja nochmal komplett anders aussehen. Gehen wir jetzt zu den Top 5 für Season 3. Fangen wir mit dem leichtesten an, und zwar mit der LMG-Klasse. Und hier ist es so, dass die RPK und die Sarkin die besten Waffen, die besten LMGs waren in Season 2. Durch den extremen Nerf wieder mal von der RPK ist jetzt die Sarkin die klare Nummer 1. Sie ist einfach ein Biest auf allen Distanzen. Und was sie besonders auszeichnet, ist nicht nur ihre hohe Magazinkapazität, sondern vor allem die Präzision auf langen Entfernungen. Das macht diese Waffe zum absoluten Powerhouse. Getuned ist sie deswegen primär auf Präzision, auf die Reichweite, also hoher Schaden, auf hohe Distanzen. Ich zeige jetzt einmal alle Tunings. Wer das kopieren möchte, sehr, sehr gerne. An dieser Stelle noch der Schalldämpfer und das Kronen WL55. Bleiben wir auf Entfernung, und zwar haben wir hier die Scharfschützenklasse, und hier gibt es jetzt 3 Scharfschützenwaffen, die zur One-Shot-Sniper geworden sind. Das ist einmal die FJX Imperium, dann die Victus XMR und die MCPR 300. Das Ganze wurde gemacht durch die Explosionsmunition. Dadurch hat sich diese Waffe sozusagen zur One-Shot-Sniper entwickelt. Und von diesen dreien ist momentan die MCPR 300 die umgänglichste, weil sie die schnellste ADS und Genauigkeit auf Long-Range-Schaden wenig Drop hat. Insgesamt von diesen 3 Waffen. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, gerade bei Scharfschützenwaffen, das ist glaube ich so wichtig wie bei kaum einer anderen Waffe, die persönliche Präferenz, also was man spielt, gerade was das Visier angeht, also das ist wirklich, wirklich Ermessenssache, aber ihr seht, also ADS-Zeit ist wirklich gut, und wenn ihr die Waffe auch für lange Distanzen testet, dann werdet ihr sehen, dass der Drop fast vernachlässigbar ist. Neben dieser Meta-Variante wird sie auch gerne mal mit der Hochgeschwindigkeitsmunition gespielt, um noch weniger Drop zu haben. Allerdings ist das momentan das normale Bild,
und sie ist natürlich getuned auf noch mehr Geschwindigkeit für ZV. Hier das Bild jeweils, das Tuning der einzelnen Bauteile. Der Laser ist dafür da, dass man auch noch schneller ins ZV kommt, also damit man entsprechend null Reaktionszeit braucht, ohne dabei zu viel an Genauigkeit zu verlieren. Ein Wort zum Tunen an dieser Stelle. Ihr könnt natürlich jetzt alles kopieren, aber einfacher ist es, selber zu tunen und sich das selber nochmal im Detail anzugucken, weil Werte verändern sich. Diese Werte können ein paar Tagen theoretisch wieder anders sein, deswegen lernt selber zu tunen. Ich setze hier mal den Slider auf 0. Ihr überlegt euch immer, was ist für diese Waffe wichtig, was wollt ihr damit erreichen, was ist das Bild, und hier bei der MCPR geht es um ZV-Geschwindigkeit bei möglichst wenig Verlust der Präzision und dem Schaden auf langen Distanzen. Das heißt, hier in dem Beispiel zum Beispiel ziehen wir den unteren Slider nach links Richtung ZV-Geschwindigkeit und sehen dann, dass die Handhabung steigt, während die Präzision abnimmt. Wenn wir ganz nach links ziehen, sehen wir, dass wir einen hohen Präzisionsverlust haben und weniger Gewinn an Handhabung. Das heißt, hier geht es im Endeffekt nur darum, den Sweep Spot zu finden. Also wenn ich jetzt langsam nach links gehe, sehen wir hier an dieser Stelle den maximalen Gewinn an Handhabung. Dann haben wir hier so einen Bereich, in dem kaum was passiert. Wir verlieren minimal Präzision. Wenn ich dann noch weiter nach links gehe, verlieren wir ganz stark an Präzision. Das heißt, der Sweep Spot ist hier, wo wir den maximalen Punkt noch an Präzision haben und den maximalen Punkt der Handhabung. Also genau hier dieser Bereich zwischen 22 und 24 ist der Punkt, wo wir unsere Waffe getunt haben wollen. Kommen wir zu der Midrange, also zu den ARs, zu den Sturmgewehren, und hier ist die Tech 56 ganz, ganz vorne mit dabei. Gerade nach dem Nerf, nach der ISO Hemlock, ist die Tech 56 nochmal einen Schritt weiter nach oben gekommen, getuned auf Genauigkeit und Präzision. Hier brauchen wir, glaube ich, nicht viel zu sagen, außer dass ich hier das Estetolotherm drauf habe. Eigentlich muss man sagen, sozusagen das meist gern, also am liebsten gespielteste Visier ist das Hilfen V4. Das tunen wir auf Ferne und auf etwas mehr Präzision, Zugungsresistenz, ohne dass wir zu viel Handhabung verlieren in diesem Bereich hier. Einmal von dem Lauf, auch hier effektive Reichweite und Rückstoßstabilität, dann der Schalldämpfer, Rückstoßdämpfung und Zielstabilität im Stillstand, dann der F-Deck Ripper, hier mit Rückstoß und Zielstabilität und schließlich hier ganz wichtig noch das 60-Schuss-Magazin. Also das ist wirklich göttlich, dass wir neben der M4 auch bei der Tech 56 das große Magazin dran packen können. Die zweite AR in den Top 5, wer hätte es gedacht, die ISO Hemlock, nach wie vor einer der allerbesten, wenn nicht sogar immer noch die beste AR im Spiel. Standardbild Fielder T50, Harbinger D20 und der F-Deck Ripper für mehr Genauigkeit, für mehr Schaden auf Distanz und für viel mehr Kontrolle beim Schießen, also wenig Recoil über lange Distanzen. Leider nur ein 45-Schuss-Magazin, aber immerhin haben sie das gefixt. Das war ja lange Zeit nicht in Ordnung. Und hier oben dasselbe Spielchen. Ich spiele nun mal in meinem hohen Alter gerne das ZV-Visier, aber das ist Ermessenssache. Wenn ihr jetzt natürlich das reine Metabild haben wollt, dann auch hier das Zielhilfen V4 dran, das auf Ferne justieren und wieder ein bisschen Präzision reingeben bei der Zuckungsresistenz. Und dann zeige ich euch noch das Tuning für den Fielderlauf, für das Harbinger, für den F-Tech Ripper und ein kurzes Beispiel im Zielstand, damit ihr mal ein Gefühl dafür habt, wie genau diese Waffe ist. Herrliches Teil, nach wie vor ein Meister ihrer Klasse. Last but not least haben wir jetzt die SMG, und wie gesagt, das ist nicht die Fennec geworden, das ist auch nicht die MP5 geworden, sondern die Watsnef nach wie vor. Ihr habt es wahrscheinlich gewusst, ihr seht ja auch in den Ranked-Spielen wird immer die Watsnef gespielt. Die wurde jetzt tatsächlich in Season 3 minimal genervt, ist trotzdem immer noch das Powerhouse schlechthin und die ganz klare Nummer 1, sehr, sehr spannend. Auch hier jetzt aber für DMZ natürlich ein bisschen mehr gemoddet auf Präzision, auf Reichweite und auf Schaden und weniger Recoil. Ganz wichtig, im Ranked-Modus ist natürlich etwas mehr auf Geschwindigkeit ausgelegt. Eine sehr, sehr schnelle Waffe dennoch und hochpräzise. Jetzt zeige ich wieder das Tuning, einmal vom Lauf, vom Schalldämpfer, vom F-Tech Ripper und von dem Demo-Handgriff. Schaut euch dieses Schmuckstück jetzt noch am Schießstand an. Also diese Präzision ist einfach, also es ist der absolute Wahnsinn und absolut verständlich, warum diese Waffe die Ranked-Waffe schlechthin ist. Absolutes Biest. Also schlagt mich jetzt nicht, wenn eure Lieblingswaffe nicht dabei war, und denkt dran, die persönliche Meta ist jeder normalen Meta, gerade im DMZ-Modus, in einem so nicht kompetitiven Modus, wie diesem Extraction-Loot-Shooter-Modus von Call of Duty, ist die bessere Wahl. Also das, was euch liegt, sollt ihr auch spielen, und denkt dran, gerade in DMZ kann man natürlich alles spielen, weil man jetzt in Season 3 ja noch mehr tunen kann, noch mehr Waffen sozusagen, die ihr findet, modifizieren kann, sodass sie euren Wünschen entspricht und okay ist, sage ich jetzt mal, für den gebrochenen DMZ, also die freie Wahl
Lasst euch da nicht einschränken. Ich hoffe, die Orientierung hat euch geholfen. Wenn ihr das öfter sehen wollt zu jeder Season, haut's wie gesagt gerne raus. Und eure Lieblingswaffe würde mich trotzdem sehr, sehr interessieren. Vielleicht gerade was die Scharfschützenwaffe angeht, da wird ja sehr, sehr viel diskutiert. Das ist die beste, dies ist die beste. Ihr kennt das Spielchen. In dem Sinne, ich verabschiede mich, wünsche euch viel Spaß in dem Set. Sage hasta Lego und hasta la vista.